Call sign. Ich meine, wir könnten vielleicht leihen. Eine Kaufoption? Für so 10 Mio? Was müssen wir denn an Leihgebühr auf den Tisch legen? 2 Mio. Wir würden 12 zahlen für ihn. Na super. Oder wir machen 11 Mio. So, zahlen wir zwar 12,6, aber jetzt erstmal nur 1,6. Komm. Hä? Haben wir noch ein Angebot laufen? Ja. Was haben wir denn für den Linksaußen gezahlt? Ne, für den... Ah, da ist der andere Linksaußen. Ah, da haben wir 3, 4. Okay, dann behalten wir den uns mal in der Rückhand. Huch, ich will nur ins Blickfeld. Und wenn das hier nicht klappt, dann leihen wir uns vielleicht den anderen mit Kaufoption. Ich glaube, selbst dann haben wir dann eine ganz gute Chance, den vielleicht zu bekommen. So, gucken wir hier nochmal durch. Feind ist natürlich eins weniger geworden, dadurch, dass wir eine aufgelöst haben, indem wir einfach einen der beiden verkauft haben. Ich weiß, dass es übelst verpfeifelt. I know. Die anderen haben wir natürlich trotzdem noch. Aus dem Großen und Ganzen wird die Stimmung wieder besser, ne? Was ja auch schon mal gut ist. Und wir spielen auch ganz gut, was natürlich ultimativ dazu beiträgt. So, wenn wir jetzt hier auch noch gewinnen, dann stehen wir tatsächlich plötzlich gar nicht mehr so schlecht da. Dementsprechend, jalla Abfahrt. Apollon Smyrnis. Come on, Leute. Yes. Come on. Kamara. Wie ist denn mit 2 oder 3 Buden von Kamara? Das wäre doch mal ein super Spiel für ihn, oder? Aha. Kamara mit dem zweiten. Schafft Kamara das, was Morata nicht geschafft hat? Nein. Aber Hajrović, bei einem Elfmeter, 3-0 wieder zur Halbzeit. Okay, Entschuldige, 4-0. Kamara mit dem dritten. Oha. Ich wollte schon sagen, wenn wir jetzt noch einen 5-0 gemacht hätten, wäre bodenlos gewesen. Das wäre bodenlos gewesen. Guck mal, Leute, ich bin jetzt sehr, sehr gute Dinge, dass wir nicht absteigen. Und dann geht es jetzt ab der zweiten Saison nur nach oben. Ziel ist es, okay, grundsätzlich schon mal der weite Ausblick. Wuhan führt es so, wäre Bürogebäude zu erhöhen, das Scouting-Netzwerk zu verbreitern und junge, talentierte Spieler zu holen. Das ist jetzt so das grobe, langfristige Ziel. Aber gucken wir mal. 4 Tore Kamara, 2 Hajrović, let's go. Wir bleiben auf der 11. Wir haben 4 Punkte Vorsprung vor dem Abstiegsplatz. Yes. Yes, Kamara, plötzlich Platz 5 der Torschützenliste. Was ist denn hier los? Und jetzt Olympiakos Piraeus. Und ganz ehrlich, in der Form, nehmt euch in Acht, Digga. Nehmt euch in fucking Acht. Das ist ein ordentliches Gehalt. Das ist ein ordentliches Gehalt. 2 Jahre, maybe? Gucken wir mal. Ich weiß nicht, ob der... Das Ding ist, ich kann nicht zu niedrig ansetzen, weil wir haben nicht so viel Zeit, ne? Yes.
Let's go. Ich glaube, das ist ein guter Get. Ich glaube, das ist ein guter Get. Wir haben nicht zufällig noch einen Linksverteidiger in den Streit verwickelt. Nee, schade. Makrone, was geht? Wunderschönen guten Abend. So, was haben wir? Ganaya und... Wer ist eine andere LV? 25, 67, 29, 64. Ich glaube nur... Oh, was sind die denn wert? 460.000. 675. Ich würde vielleicht sogar Ganaya jetzt weiter einfach nur schieben erstmal. Wenn ich ehrlich bin. Und... Ja, da würde davon nicht begeistert sein, aber vielleicht sollten wir dann nächstes Jahr eine zweite haben. Könnte danach spielen, ne? Also sollten wir auch eine Liga für die zweite haben. Das ist der ausschlaggebende Punkt. Nein, aber tatsächlich, wenn wir mal ganz kurz Revue passieren lassen, also nicht kurz, aber, ne? Wir sind eingestiegen. Hier quasi vor in dieser kurzen Winterpause, ne? Wir hatten einen Sieg, glaube ich, gegen die und hier eine Niederlage oder sowas. Also wir hatten langsam wieder angefangen, okay zu spielen. Wir haben gegen Thessaloniki unentschieden gespielt, was gut ist, das ist ein Top-4-Verein. Gegen Kreta gewonnen, gegen Giannina 4-0 gewonnen und jetzt gegen Smyrnis 6-0 gewonnen. Und wir sind auf der 11 mit 4 Punkten Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Wir stehen aktuell ganz gut da. Und das aktuelle Ziel ist erstmal primär nicht abzusteigen nach der Saison. Die Moral geht wieder ein bisschen nach oben, was super ist. Also wir sind im Großen und Ganzen ganz gut wieder reingestartet. Na gut, dann kann der runter. Ich lasse die einfach mal drauf. Ich weiß nicht, ob wir da noch wen brauchen oder nicht, oder... müssen wir mal gucken. Wir haben McAtee geholt natürlich, ne? Der hat in seinem Debüt direkt getroffen. Das ist unser neuer OM quasi. Wir haben jetzt Haidari geholt für die Innenverteidigung. 18 Jahre, 63 ist ein 6er Talent. Und jetzt auf links Arzamendia, 7 Sterne, 23, 68. Ja, jetzt war ein bisschen im Minus. Vielleicht hätte ich doch versuchen sollen, den anderen zu verkaufen. Wobei ich kann das eigentlich... Ich mache hier den hier. Und dann sind wir überall wieder im grünen Bereich. Würde ich vielleicht sogar hier die 990 drauf schallern. Können wir dann doch nochmal das Bürogebäude ausbauen? Wir müssen erst das Scouting-Büro ausbauen. Na, dann machen wir das. Aber ja, so, es geht langsam ein bisschen bergauf wieder. Also, bergauf ist es relativ, ne? Wir haben höhere Anforderungen gehabt, als das, was wir geschafft haben. Aber, ja, aufgrund der Tatsache, wie ein Großteil der Saison lief, stehen wir wieder ganz gut da. Jetzt geht natürlich gegen Tabellenersten Olympiakos Piräus. Natürlich alles anders als easy, also ist mir klar, ne? Wir erwarten hier nicht zu viel. Aber... Und danach, glaube ich, gegen Panathinaikos. Ne? Das ist natürlich ein taffer Doppelpack. Also sehr, sehr taffer Doppelpack. Aber es ist ja wirklich, wir sind schon an dem Punkt gewesen, an dem wir sagen, okay, Hauptsache irgendwie halbwegs unbeschadet durch die Saison durchkommen. Und das ist 2-0. Das ist GG hier. Aber... Ich dachte, was wir machen, noch ein Anschlusstor. Aber nicht so bad, nicht so bad. Hier hat keiner aufgeholt, das ist super. Nächstes Spiel gegen Panathinaikos, das ist nicht so super. Hier, die sind natürlich auf 2. Danach haben wir ja noch Panetolikos, die sind direkt hinter uns. Das ist auch ein potenziell guter Gegner, einfach um da ein bisschen Vorsprung auszuarbeiten. Volos ist nicht so easy. Und Lamia... wäre theoretisch noch mal potenziell eine Mannschaft, die wir überholen könnten, je nachdem wie es läuft. Und das ist ja leider die Tordifferenz, ne? Wir haben eine +2er Tordifferenz auf der 11. Ich glaube, das zeigt schon viel, ne, wo wir stehen. So.
zwei verletzten Spieler mehr super, das ist immer gut. Die Jugend müsste jetzt auch bald mal wieder loslegen. Ja gut, wir sind erst im Januar, ne? Die liegen im Februar oder so wie los. Das ist das einzig Nervige. Nicht nervig, aber was uns ein bisschen aufhalten wird hinten raus vom Simulator her, ist die Jugendmannschaft. Die auf Vordermann zu halten, ne? Zu refreshen und so weiter. Das wird ein bisschen tricky. Wann kam der? Geht das noch? Yes, nice. Got you. Ich wünsche dir wunderschön viel Spaß. Gucken wir mal. Ich weiß, ich will es noch nicht versprechen. Ich kann es nicht 1000% sagen. Je nachdem, wie es läuft, wie lange wir machen und so weiter. Ja. Ich will jetzt nicht sagen ja und dann bin ich nicht da. Deshalb sage ich es lieber mal sicherheitshalber nicht. Aber so oder so wünsche ich trotzdem viel Spaß bei der Arbeit. Dankeschön. So, Mattila Sundgren. Sollen wir mal versuchen, dass ich irgendwie wieder vertragen soll? Der vielleicht nicht ganz so bäde. Morata, der hat Orange. Der hat Orange. Der hat nur Gelb. Come on. Okay, er sagt, er will mit ihm sprechen. Das ist so super. Come on. Jetzt gegen Panathinaikos. Zu Hause. Wohlgemerkt. Weiß nicht, ob das uns einen kleinen Bonus verschaffen wird. Kamara mit der Nummer 11. Komm, und nicht direkt einen Ausgleich schaffen. Die 0 halten erstmal. Das wäre super. Vielleicht bis zur Halbzeit auf jeden Fall. Sehr schön, Dennis. Yes, come on, mit 1 in der Halbzeit. Sehr schön. Jetzt sammeln und dann direkt wieder drauf. Oh, Dennis, nochmal. Und wir gewinnen gegen Panathinaikos Athen. Du kannst es dir nicht ausdenken. Let's fucking go. Wir gehen auf die 10. Wir gehen jetzt schon an Lamia vorbei. Oha. Also da ist noch ein bisschen Luft nach oben, ne? Also ich sag mal, theoretisch eine 6 wäre noch drin. Rein theopraktisch. Wir haben noch 3 Spiele. 9 Punkte sind noch offen. Wir könnten noch auf Platz 6 gehen. Rein theoretisch. Ich weiß, wir werden hier übermütig. Das ist mir bewusst. Aber, ne? I'm just saying. Okay, da wird jetzt keine angeboten werden, den wir wirklich kaufen wollen oder können. Wir haben vorhin gesehen, eigentlich haben wir kein Geld mehr, ne? Eigentlich haben wir kein Budget mehr für irgendwas. Solange es uns kein Spieler cheeky abluchsen, ist alles easy. Aber sieht soweit ganz gut aus. Daniel Podens zu Piraeus. Olympiakos Piraeus, nice. Eine sehr ruhige letzten 24 Stunden. Die McAtee und Adam sind auf 36. Schien gar nicht so schlecht da, ne? Weltweit. Noch ist Mbappe da. Aber am Ende der Saison, wenn der Vertrag ausgelaufen ist. Tough. Oh, wir haben. Oha. Voll die Pause. Was ist denn da jetzt los? Was ist denn da jetzt los? Verzichtet auf Gespräch. Nein, Digi. Och Mann. Mach doch nicht den. It's not my family. Das Gespräch ist echt gemein gewesen. Das ist gemein. So. Sensationell. Hat gut trainiert. Okay, der möchte nicht. Super. Super.
Die Turbe möchte auch nicht, Digga. Die Turbe geht mir unendlich auf den Sack. Also so, ihr könnt es euch nicht vorstellen, mäßig, ne? Uff. Over. So. So, gehen wir doch noch mal essen, gucken wir mal. Vielleicht hilft's was. Croissants, ne, Croissants zu Freiburg. Kenne ich. Nicht. Sagt mir gar nichts, wenn ich ehrlich bin. Aber gut. Ohne Itode, das wundert mich nicht. Stimmung steigt um 1, das ist auch sehr, sehr schön. Nice. Und dann spielen wir gegen Panetolikos. Wichtiges Spiel. Jedes Spiel ist wichtig zurzeit. Jedes Spiel ist zurzeit wichtig, aber das vor allem. Sambe. So, gucken wir nochmal, was haben wir hier? Zwei Tote, wenn wir in die Heimat schicken. I don't know, man, I don't know. Schicken wir ihn mal in die Heimat. Ich hoffe, dass auch ohne die Tote. Ganz ehrlich. So dringend brauchen wir dann auch nicht. Sundgren ist eine absolute Maschine, ne? Hast Fitnesstraining, oh nein. Sehr schnell zufrieden oder sowas? Ah, trainiert ungern. Okay, gotcha. Das ist Belastung. Hausen! Was geht? Wunderschönen guten Abend. Oh, das sind nicht wir. Wir müssten ein Außentor schießen, bitte. Also grundsätzlich Tore, einfach mehr als die. Wäre schon mal wichtig. Guck mal, Leute. Wir können jetzt nicht die gute Form durchhängen lassen. Nicht jetzt, wo der Hausen auftaucht. Sonst muss ich das auf den Hausen schieben, dass er kommt und wir verlieren. Nee, gar nicht. Also die Hinrunde überhaupt nicht. Wir haben jetzt wieder eine ganz gute Form uns erarbeitet. Oh, gelb. Guck mal, Leute. Jetzt müssen wir das Ding drehen. Wir müssen das Ding drehen. Leute, macht mich nicht unglücklich. Wir sind mit minus 6 Punkten reingestartet. Weil wegen Dokumentenfälschung oder sowas, hat der Armin gestern rausgefunden. Nee, Quatschhausen, alles gut. Dann hatten wir ganz gut angefangen. Wir sind reingestartet quasi. Also eigentlich sind wir so das fünfte Team. Wir haben Piräus, Thessaloniki, Panathinaikos und AEK, die bekannten. Und dann wäre es Aris Thessaloniki gewesen. Und dann haben wir einfach, also wir hatten eine Stimmung von 0 von 12, 0 von 20. Ich habe die Meldung bekommen, dass die Spieler die Weihnachtsfeier verlassen haben und solche Sachen. Also die Stimmung war im Keller, dass es nicht schöner ging. Und ja, das hat das Ganze natürlich ein bisschen schwierig gemacht. Jetzt haben wir uns wieder einigermaßen gefangen tatsächlich, also formmäßig. Mein Ziel war es schon erstmal, nicht abzusteigen. Hauptsache, wir steigen nicht ab. Saison abhaken und dann versuchen wir es nächstes Jahr nochmal so. Aber jetzt stehen wir aktuell ganz gut da, dass wir das auch schaffen könnten. Wir haben halt eine sehr, sehr alte Mannschaft. Ich glaube, wir hatten in dieser Übersicht am Anfang die älteste Mannschaft mit dem Altersdurchschnitt von 30 Jahren. Und ja.
Das hat es natürlich ein bisschen, ja nicht schwierig gemacht, ne? Aber das war halt nicht so geil. Wir hatten gestern, wir hatten versucht, oder ich hatte ein paar Jugendspieler gescoutet und so. Wir hatten es gestern noch, haben wir dann noch gemeint, dass meine Beobachtungsliste voll gewesen wäre mit Österreichern, wenn du da gewesen wärst. Und ich habe die Timestamps nicht an. Ich hätte mal gucken müssen, wie lange es gedauert hat, bis der erste österreichische Vorschlag kam. Aber wir haben tatsächlich Ahidari haben wir erst geholt. Wir werden aber nächste Saison oder allgemein in der Zukunft gucken, dass wir das Scouting-Netzwerk ein bisschen ausbauen und halt den Altersdurchschnitt senken, ne? Das ist halt ein großes Ziel. Wir können ihn mal mit auf die Beobachtungsliste packen. Wir haben auch irgendeinen anderen Österreicher. Der Armin hat wen reingeworfen. Reischl. War ein Vorschlag vom Armin. Den hatte von mir natürlich. Von wem auch sonst? Ja. Aber wie gesagt, Altersdurchschnittsdenken ist so, ist ein großes Ziel. Und vielleicht mal diese Scheiß, entschuldige meine Aussprache, Streithähne mal auszusortieren. Also, was heißt auszusortieren? Ne? Wir haben Iturbe und Jago. Sind seit Anfang der Saison im Streit. Wir haben jetzt im Januar wieder reingestartet und es hat, glaube ich, eine Woche gedauert und wir hatten zwei neue Spielerstreits. Und ich dachte mir, Digga, das kann's doch nicht sein. Die argste Wechsel von Salzburg und das Stammstürmer in der Nationalmannschaft? Oha. Ja, ich will allgemein das Scouting deswegen ein bisschen ausbauen, also mir noch ein paar mehr Scouts holen. Sag mal, was ist denn jetzt los? Die Gelb-Rot und Verletzung. Uff. Also wird das nichts, Leute, ne? Ja, einfach weil wir halt nur einen Scout über haben. Und das natürlich dauert, bis der das Blickfeld scoutet. Und wir halt, wenn ich Spieler in einem bestimmten Bereich suche, halt einfach nichts finde, weil wir keinen kennen, ne? Weil wir einfach niemanden gescoutet haben. Ja. Jetzt möchte ich das ein bisschen ausbauen. Also müssen wir natürlich das Bürogebäude ausbauen, um neue Scouts holen zu können. Und dann will ich halt einfach ein paar talentierte Spieler holen. So irgendwie, keine Ahnung, Leute aus den zweiten Mannschaften zum Beispiel. So von 18 bis 23. Das war so was, was wir gemacht haben meistens. Wir sind aber durch, ne? Wollte ich nur mal gesagt haben. Also wir steigen nicht ab 6 Punkte, was Mörden ist. Wir können noch. Bis auf die 9. Wenn wir gewinnen, gehen wir safe an Lamia vorbei. Und dann kommt es auch darauf an, wie Nikia spielen, die gegen Panathinaikos spielen. Und Panetolias, die gegen Atromito spielen. Ist eine gute Wahrscheinlichkeit, dass wir verlieren. Ja. Gucken wir mal. Aber ja, natürlich allgemein den Schnitt senken. Und vielleicht einfach, nicht primär, aber halt. Ziel ist es, ein bisschen Spiel aus den zweiten und so zu holen. Alle Leute, die wir vielleicht für gut Geld bekommen, ein paar Schnapper schießen, ne? Aidani hat Sprachprobleme. Ja, Digga, du kannst Deutsch, Französisch, Italienisch. Du wirst dich doch auf irgendeiner Sprache mit irgendwem hier verständigen können. Was ist denn mit dir los? Mann! Wo bin ich hier gelandet? So, letztes Ligaspiel der Saison. Ah, viele, viele. Oh, und die Jugendspiele, das ist auch schon mal super. Das ist das, was uns jetzt hinten raus aufhalten wird. Wie ihr vielleicht seht, wir haben jetzt den letzten Spieltag. Offensichtlich Griechenland, danke außen. Danke dir. Danke dir. Einfach nur danke. Wir haben den 27. Februar. Danach kommt nichts mehr. Danach ist aus die Saison. Das war's. Theoretisch wären im Mai noch Pokal, Halbfinale und Finale, aber soweit haben wir es nicht geschafft. Ja, nee, das
war es dann saisonmäßig. Da kommt dann nichts mehr. Wird dann eine lange Simulation raus. Das Einzige wirklich, was halt auffällt, ist die Tatsache, dass jetzt die Jugend gerade reingestartet ist. Das heißt, wir werden schön wirklich mal pausieren dürfen, um die Jugend ein bisschen auf sauber zu halten. Ja, super, ne? Wobei mir das lieber ist, so als in Island. Wir hatten am Sonntag, war eigentlich der Plan, nach Island zu gehen. Also sind wir. Das habe ich dann nach zwei Saisons abgehakt, das Projekt. Nachdem wir dann nach der zweiten Saison dann doch abgestiegen sind. In die dritte Liga. Da hast du halt nicht nur 14 Mannschaften in der Liga wie hier, sondern nur 12. Und du spielst, glaube ich, so von August bis November. Und dann nochmal März und April. Also von August bis November ist die ersten 16 Spiele und dann nochmal 10 ab März, so ziemlich. Und das ist halt noch wilder, ne? Also da hast du halt im Winter nochmal diese Pause drin. Das ist ein bisschen odd. Deshalb dann lieber an einem Stück hinten raus, ne? Und fertig, so. Big enough for Templars me. Was haben wir noch? Ja, wegen der Schalter müssen wir dann mal gucken, ob wir das irgendwie bis zur nächsten Saison oder nächste Saison dann ausgefiltert kriegen. Vielleicht jetzt die Turbe? Nö. Ja, Digga, dann verpiss dich einfach, ganz ehrlich. Geh mir nicht auf den Sack. So. Ja, wir machen jetzt erstmal das letzte Spiel, dann guck mal. Weiß ich nicht. Reden wir jetzt von Island oder von Griechenland? Wusste ich nicht, aber ich dachte es mir schon, weil die Talenterhöhungen im Januar kamen. Und irgendeine Laie im Januar, oder beziehungsweise ja, unsere Laien im Januar ausliefen. Und da dachte ich mir schon, dass die eigentlich wahrscheinlich eine Kalenderjahressaison spielen. Und das nur hier nicht tun. Die Vermutung hatte ich dann auch schon. Konnte mir da gerade keine beantworten. Aber ja, aufgrund der auslaufenden Laien und irgendeine Laie ist plötzlich im April ausgelaufen. Da kam plötzlich ein Leihspieler zurück. Was auch ein bisschen weird war. Ja, aber deshalb und den Talenterhöhungen nach habe ich das auch schon vermutet tatsächlich, ja. Aber gut zu wissen, dass das dann auch wirklich so ist. Was ist denn hier los übrigens? 3-2? Können wir vielleicht wir anschießen? Oder 2? Kamada noch 2-3 Buden? Come on. Come on, Kamada. Where are you at? Ja gut. Haben wir nochmal gewonnen, wa? Dann gehen wir auf die 11. Wirklich nur auf die 11. Lamia. Hä? Was? Wie? Hä? Moment. Direkter Vergleich, wir haben 3-1 verloren. Okay. Glaube ich. Ja. Ja. Okay, dann ist das direkter Vergleich. Ich war jetzt ultimativ verwirrt. Vor allem hier, ne? Minus 39, minus 36, minus 25, minus 9, minus 14, minus 9, minus 2 und wir hier unten drin auf 11 mit plus 1. Geilo. Aber hey, Kamado noch auf Platz 3 der Torschützenliste. Not fucking bad. Bestes Team im Winter, ja. Die Saison ist vorbei, Digi. Moment, was? Ist uns gerade FM abgesegelt? Ich hoffe, OBS segelt uns nicht ab. Digi, wo gibt's denn sowas? Aber wir haben einen Playoff. Okay, das macht's ja schon mal interessanter. Guck mal, wo das Ding gespeichert hat. Aber ich glaube, wir haben alle 7 Tage. Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Dann müssen wir gegen Lamia nochmal spielen. Tatsache. Dann müssen wir den letzten Spieltag nochmal wiederholen.